Wintertrainingslager des FC Bayern München in Dubai. Es müssen die Grundlagen geschaffen werden für eine anstrengende Rückrunde 2009, in der der deutsche Rekordmeister bekanntlich weiterhin auf 3 Hochzeiten tanzt und das möglichst bis in den Mai hinein. Das bedeutet meist 2 Trainingseinheiten täglich, manche davon hart, andere härter. Es geht, trotz aller Härte, trotz Belastungen im Grenzbereich, soll aber auch Spaß damit verbunden sein. Es ist nicht immer möglich, aber meistens. Und manchmal steht der Spaß sogar eindeutig im Vordergrund. Beim Wasserrugby zum Beispiel. Exklusiv gefilmt von den Kameras und für die User von FCBTV. Ball ab! Exklusiver Einblick in eine Trainingseinheit der etwas anderen Art. Wasser, Spaß und Durcheinander. Keiner ist dabei ertrunken und es gab sogar, man glaubt es kaum, einen Sieger. Verkündet vom nicht mehr ganz trockenen Oberschiedsrichter Thomas Wilhelm. Das ist schön, ja? Thomas Wilhelm, Oberschiedsrichter beim etwas anderen Training des FC Bayern München in Dubai. Nass geworden? Ich bin sehr nass geworden, ja. Nach dem Spiel haben sich einige Mannschaften, glaube ich, über das Ergebnis beschwert. Der Spaß stand natürlich absolut zu 99,99% im Vordergrund, aber es gab eine Wertung, wer hat gewonnen? Ja, es gibt eine ganz klare Wertung, die orange Mannschaft, die Holländer unter der Führung von Marc van Bommel, Mannschaftskapitän, klarer Sieger, mit Abstand. Gibt es eine Revanche? Eine Revanche haben wir nicht geplant, aber wenn Stimmen laut werden, dass jemand nochmal spielen möchte, wir sind immer bereit. Und dein nächster Termin, würde ich sagen, umziehen? Mein nächster Termin ist erstmal trocknen, ja, umziehen, duschen, weil, naja, gut, aber es ist warm.